Cenk, ihr hättet einen Sieg ganz, ganz dringend gebraucht, denn unentschieden ist es geworden. Wie zufrieden bist du? Bist du jetzt oder eher enttäuscht? Eher enttäuscht. Ich glaube, dass wir ja schon die Möglichkeit gehabt hätten, heute die drei Punkte zu holen, auch wenn wir zweite Halbzeit uns ein bisschen reindrucken lassen haben. Aber ja, ich glaube, es ist heute keiner mit dem Punkt zufrieden. Und ja, dann kriegen wir so ein bitteres Tor und deswegen ist schon bitter heute, dass wir die drei Punkte nicht geholt haben. Was war denn das für ein Spiel? Es war ein bisschen ähnlich wie im Derby. Ja, tolle erste Halbzeit eigentlich. Ich habe zu überlegen, in der zweiten Halbzeit dann zurückgefallen, Ausgleich kassiert. Wie war das aus deiner Sicht? Meiner Meinung nach haben wir in der ersten Halbzeit sowie in der zweiten Halbzeit immer richtig gute Momente gehabt, auch gute Torchancen. Haben die Konter genützt, aber dann am Schluss der letzte Pass hat halt eben gefehlt und ja, wir waren nicht konsequent genug. Und dass der WRC dann eine gute Mannschaft ist und ja, Druck machen kann und Druck vorher nachher aufspielen kann, das ist klar. Ja, wir haben es einfach nicht geschafft, dass wir das zweite Tor machen und ja, dann wird es schwierig, weil sie immer mehr Druck aufbauen und dann haben wir es einfach nicht drüber gebracht heute. Was bedeutet das jetzt im Hinblick auf die Tabelle? Ja, schwierig. Es ist natürlich möglich, ist noch, aber ja, man muss ja halt da realistisch sein. Es ist schon sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, dass man ja, aufgeben tut man nur einen Brief und deswegen müssen wir einfach weitermachen und ja, im Frühjahr dann schauen, was rauskommt. Und jetzt können wir eh nichts ändern im Moment. Werfen wir ganz kurz einen Blick zurück auf den Herbst. Wie schaut denn der für dich im Rückblick aus? Es war ja viele Ups und Downs, Berg- und Talfahrt, gute Momente, weniger gute Momente. Wie war denn der Herbst für dich? Ja, sehr, sehr schwieriger Beginn. Wir haben, ja, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Phase durchgemacht. Wir haben viele Spiele verloren, schlecht gespielt, muss man klipp und klar so sagen. Und ich glaube, jetzt zum Schluss hat man gesehen, dass das schon ein bisschen fruchtet. Es ist also meiner Meinung nach immer bergauf gegangen und jetzt am Schluss sieht man halt schon, dass sie einiges getan hat, aber ja, im Endeffekt war es im ganzen Herbst jetzt eindeutig zu wenig. Leider gerade bei uns vorbeigeht, was sagst du, Patrick Wimmer, er hat schon im Derby ein paar Einsatzminuten gesammelt, heute zum ersten Mal von Beginn an. Generell hat sich die Situation ein bisschen gewandelt, man kann da jetzt plötzlich einen Jungen von den Young Violets reinbringen, ohne dass es jetzt einen merklichen Leistungsabfall gibt, manchmal sogar im Gegenteil. Wie beurteilst du seine Situation und allgemein von den ganz Jungen? Ja, man sieht ja beim Benedikt Bichler oder beim Mani, beim Zakaria oder beim Fizi zum Beispiel, man sieht schon, dass viel Potenzial von unten aufkommt. Und ja, die haben uns extrem weitergeholfen. Es ist sehr erfrischend und hilft uns weiter. Aber ja, es ist als Fußballprofi muss jeder lernen. Man muss immer stetig weiterarbeiten und ja, für die gilt es jetzt weiter zu arbeiten und an dem anknüpfen, was sie jetzt aufgehört haben. Weil ja, sie haben alle, wenn sie hart arbeiten, alle eine große Zukunft. Nur sie müssen halt dranbleiben. Abschließend noch, jetzt ist Weihnachtszeit, zu Weihnachten darf man sich immer was wünschen. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass meine Familie gesund bleibt und ja, wünsche jedem Gesundheit, weil ich selber das miterlebt habe, wie das ist und ja, das ist das Allerwichtigste. Alles andere ja, ist jetzt für mich nebensächlich.